Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Heute machen wir einen Pilzaufstrich. Dazu benötigen wir eine Pfanne, Olivenöl, Pilze, Frischkäse, Karotten, eine Zwiebel, Knoblauch, Pfeffer und Salz. Als erstes nehmen wir uns die Karotte und schneiden sie in kleine Stückchen. Wenn das Ganze fertig ist, geben wir ein wenig Olivenöl in die Pfanne und erhitzen das. Die Karotten gebe ich dann in eine Schüssel. Und schneide schon mal die Zwiebel klein. Die könnt ihr auch in kleine Würfelchen schneiden. Wenn das Olivenöl dann warm ist, dann kommen die Karotten hinein. Zwiebeln gebe ich dann zurück auf den Teller. Und schneide die Pilze klein. Wenn die Karotten dann fertig sind und die Pilze klein geschnitten sind, kommen die Zwiebeln hinein. Pilze gebe ich zurück in eine Schüssel. Und schneide die Knoblauchzehe ebenfalls klein. Die gebe ich sofort hinein. Salze das Ganze. Gebe Pfeffer hinein. Und natürlich die Pilze. Das lasse ich jetzt ein wenig kochen.
Wenn das Ganze dann fertig ist, können wir den Herd einmal ausmachen und lassen das ein wenig abkühlen. Wenn das alles schön abgekühlt ist, nehmen wir uns ein wenig und geben es in ein Schälchen. Anschließend geben wir den Rest in ein zerkleinere. Das Ganze zerkleinern wir dann. Anschließend geben wir den Frischkäse hinzu. Verrühren das Ganze miteinander. So. Und fertig ist unsere Masse. Jetzt nehmen wir uns noch einen Teller und Zwieback und schmieren das Ganze hinauf. Das serviere ich mir dann einmal. Und wünsche euch einen guten Appetit. Wenn euch das Video gefallen hat, drückt auf Gefällt mir und abonniert euch kostenlos auf unserem Kanal. Bis zum nächsten Mal.